Und es waren in der Tat nur die schlechten Wetterbedingungen, die diese daran hinderten, einen Luftangriff gegen die Taskforce zu unternehmen. Auf der anderen Seite beschattete und versenkte das britische U-Boot HMS Conqueror den argentinischen Kreuzer General Belgrano. Damit war die argentinische Marinebedrohung abgeschlagen. Die britische Taskforce befand sich jetzt in einer Entfernung von nur 200 Meilen von den Falklandinseln und damit in Reichweite der an Land stationierten Flugzeuge. Für die Harrier-Piloten war der Augenblick der Wahrheit gekommen. Jetzt ging es also los. Alles, was mir in den letzten Tagen Kummer bereitet hatte, war aus meinem Kopf verschwunden, während ich mich auf das konzentrierte, was ich am liebsten tat. Düsenpunkte auf 50 Grad eingestellt. Motor bei runtergeschalteten Düsen prüfen. Sieht gut aus. Düsen nach Achtern. Das ganze Flugzeug nickte im Takt der Düsenbewegung. Drehzahl auf 55%. Navlichter auf konstant. Prüfen das Flugdeck-Crew auf einer Seite. Grünes Licht von Flico prüfen. Und noch bevor der Flugdeckoffizier einen grünen Star-Wars-Stab ganz unten hatte, hatte ich schon Vollgas gegeben und die Bremsen gelöst. Die Sprungschanze tauchte vor mir auf und verschwand aus meinem Blickfeld. Ich wurde eine Sekunde lang in meinem Sitz herabgedrückt, dann war ich frei. Das Ziel dieses ersten Harrier-Einsatzes war der Flugplatz von Port Stanley. Der Angriff kam überraschend für die argentinischen Verteidiger. Dann kehrten die Harriers zu den Flugzeugträgern zurück. Die Erleichterung und Hochstimmung der Piloten war offensichtlich. Auch Vulcan-Bomber von Ascension griffen den Flugplatz an, aber sie mussten auf ihrem Hin- und Rückflug mehrmals in der Luft aufgetankt werden. All dies bewog die Argentinier zur Aufgabe ihrer Pläne, ihre angriffsstärkeren Flugzeuge vom Port Stanley-Flughafen aus operieren zu lassen. Am selben Tag konnte die Taskforce einen weiteren Erfolg verzeichnen, als ein Harrier eine argentinische Mirage mit einer Sidewinder-Rakete abschoss. Aber am 4. Mai näherten sich vom Festland aus zwei Superintendant-Flugzeuge im Tiefflug der Taskforce. Sie waren mit Exocet-Luftbodenraketen ausgerüstet, die sie in 30 Meilen Entfernung von den britischen Schiffen abfeuerten. Im nächsten Moment durchdrang eine Exocet den Typ 42-Zerstörer HMS Sheffield mittschiffs auf der Steuerbordseite. Obwohl die Rakete nicht explodierte, startete ihr verbliebener Treibstoff ein Feuer, das außer Kontrolle geriet. Die Sheffield musste geräumt werden und wurde später versenkt. Die Ankunft ihrer schwer verbrannten Überlebenden an Bord der Hermes hatte nachhaltige Wirkung, nicht nur auf deren Besatzung, sondern auch auf die gesamte Taskforce und die britische Öffentlichkeit, die dies sowie den getroffenen Zerstörer zu Hause im Fernsehen sehen konnten. Es war das erste britische Kriegsschiff seit über 35 Jahren, das man im Einsatz verloren hatte. Das hier war ein richtiger Krieg. Aber der Verlust der HMS Sheffield war auch eine deutliche Mahnung, wie verwundbar Schiffe von der Luft aus waren. Dabei besaßen die britischen Schiffe doch hochentwickelte Radarausrüstungen und verschiedene Methoden zur Abwehr von Raketenangriffen. Was war falsch gelaufen? Wenn sie entdeckt worden ist, kann eine Rakete mit einer anderen Rakete abgeschossen werden. Der Sheffield stand zu diesem Zweck eine Sea-Dart zur Verfügung. Die Sea-Dart hat allerdings eine Mindestreichweite. Aber andere Schiffe waren mit der Kurzstreckenrakete Seawolf ausgerüstet, die dazu entwickelt worden war, mit Raketen innerhalb der Sea-Dart-Mindestreichweite fertig zu werden. Als Alternative dazu hätte die Sheffield auch Chaff abfeuern können.
besteht aus Streifen von Aluminiumfolie, die das Radarlenksystem der Rakete stören können. Aber das Hauptproblem war eben die Nichtentdeckung der Exocet. Und die scheint zumindest teilweise daran gelegen zu haben, dass die Satellitenkommunikation der Sheffield ihre eigenen Radare störte. Die amerikanische Lösung dieses Problems ist der Kreuzer der Aegis-Klasse, ein spezielles Luftabwehrschiff. Die vielen unterschiedlichen Waffensysteme der Aegis können es gleichzeitig mit bis zu 20 Zielen aufnehmen. Computer werden dazu benutzt, die Prioritätenfolge der Abschüsse zu berechnen. Aber zurück zu den Falklandinseln. Die nächste Phase waren hier die tatsächlichen Landungen. Diese erfolgten am 21. Mai in der geschützten Bucht von San Carlos. Sie trafen auf keinen Widerstand. Aber die in den Wassern von San Carlos versammelten britischen Schiffe boten eine verlockende Zielscheibe. Die Argentinier ließen sich diese Chance nicht entgehen, konnten es sich aber nicht leisten, für die in San Carlos vor Anker liegenden Schiffe weitere Exocets aufzubrauchen. Sie hatten zu Beginn der Feindseligkeiten nur 5 Exocets besessen. Infolgedessen verließen sie sich auf Eisenbomber. Ihre Abwurfbomben erzielten bei den britischen Schiffen zahlreiche Treffer. Einige davon waren tödlich. Aber die Zünder vieler Bomben funktionierten nicht richtig und der Schaden war nicht so groß, wie er hätte sein können. Die Sea Harriers waren jetzt einem enormen Druck ausgesetzt. Die Erschöpfung der Piloten nahm ständig zu. Sie erhielten jedoch Verstärkung durch zusätzliche Flugzeuge, die per Schiff aus Großbritannien kamen. Die ausgezeichnete Manövrierbarkeit des Harriers erwies sich als höchst vorteilhaft und erschoss eine ganze Reihe von argentinischen Flugzeugen ab. Das trug zur Sicherung des Landekopfes bei, worauf der Vormarsch auf Port Stanley beginnen konnte. Aber die Argentinier waren in der Luft noch nicht erledigt. Am 25. Mai starteten sie einen weiteren Exocet-Angriff, wobei die Super Etendards unterwegs von einem C-130-Tanker aufgefüllt wurden. Chaff lenkte das Geschoss von den Kriegsschiffen ab, aber das Handelsschiff Atlantic Conveyor wurde vernichtend getroffen. An Bord befanden sich 8 Transporthubschrauber, deren Verlust den Vormarsch auf dem Land empfindlich verlangsamen sollte. Dann am 8. Juni wurden 2 logistische Landungsschiffe der Briten von Skyhooks angegriffen und schwer beschädigt. Man erlitt hohe Verluste. Sechs Tage später marschierten die britischen Truppen in Port Stanley ein. Die Falklandinseln waren zurückerobert worden. Aber es war eine knappe Sache. 1 oder 2 weitere Schiffsverluste hätten katastrophale Folgen haben können. Aber auch so hat es sich gezeigt, dass Kriegsschiffe noch immer verwundbar gegen Luftangriffe waren. In den 80er Jahren kam es auch im Mittelmeer zu Einsätzen der Marineluftwaffe.
1983 wurde eine amerikanische Marinesondereinheit vor der libanesischen Küste damit betraut, die multinationalen Anstrengungen zu unterstützen, dem zerrissenen Land Frieden zu bringen. Unter den dort präsenten Schiffen befand sich die New Jersey, die ihre 16-Zoll-Granaten in die Hügel über Beirut feuerte. Das Zeitalter der Schlachtschiffe gehörte noch immer nicht nur den Geschichtsbüchern an.